Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe euch heute durch meinen heutigen Morgen genommen, so eine Art Morgenroutine gefilmt. Ja, ich hoffe, das Video gefällt euch. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, da erwarten euch noch zwei Codes, also sehr cool. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt mal los mit den Aufnahmen. Viel Spaß! Es ist kurz nach 8, ich bin gerade eben erst aufgewacht und ja, ich würde sagen, wir starten mal. Ich bin jetzt nämlich seit gestern wieder in Köln und ja, dementsprechend seht ihr hier auch meine Wohnung. Mehr oder weniger im Hintergrund, das ist glaube ich ein bisschen unscharf. Ja, ich würde sagen, wir legen los. Ich stehe jetzt mal auf und gehe ins Bad. Ich habe ja auch noch meine schöne Weihnachtshose an. die hatte ich mir bei Hollister gekauft. So, wir sind im Bad. Ich stelle euch mal hier, glaube ich, ab. So, boah, das Licht ist hier so hell. Das ist gerade echt ein bisschen zu hell. Aber ich werde jetzt mein Gesicht waschen, habe hier meinen Haarreif. Damit mache ich mal meine Haare so nach hinten. Und damit starten wir jetzt mal. Ach, Herr Jemine. Richtig cool, was ich euch noch erzählen wollte. Ich habe mich vor ein paar Tagen für den Master beworben. Ich studiere Lehramt. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ich angenommen werde. Nehme ich mit und also berichte auf jeden Fall, wenn es soweit ist. Ja, habe mich auch wieder hier in Köln natürlich beworben. Macht eben für mich Sinn, weil ich hier ja auch erst seit kurzem meine neue Wohnung habe. 2 Monate habe ich die jetzt, glaube ich. Und ja, ich freue mich da mega drauf. Ich finde, das ist irgendwie schon wieder ein neues Kapitel, was dann beginnt. Ein ja, weiterer Schritt in die richtige Richtung, um Lehrerin zu werden, und da freue ich mich auf jeden Fall mega, mega drauf. Und jetzt starten wir mal hier mit meiner Morgenroutine im Bad. Ich wasche mein Gesicht immer mit so einem Waschgel. Und zwar wasche ich mein Gesicht erst einmal immer hier mit so einem Waschgel. Das ist jetzt ja einfach nur ein Beispiel von Aoka, wie auch immer, den Klarmacher. Am besten brauche ich auch hier mal kurz ein Haargummi. Ich habe mein Gesicht jetzt gerade auch noch mal eben eingecremt, damit die Haut nicht mehr ganz so trocken ist. Und ja, ich glaube, ich werfe mich jetzt gleich auch schon mal direkt in Sportkleidung. Ich wollte eventuell noch ein Workout machen und ja, nehmen. Aber erst machen wir noch mal schnell mein Bett. Ich mag das irgendwie gar nicht, wenn das so unordentlich ist. Deswegen, ich finde halt das Bett, also wenn das Bett gemacht ist, dann sieht gleich das Zimmer 1000-mal ordentlicher aus. Sieht gleich schon viel, viel besser aus. So. Ich ziehe mich jetzt um, mache vorher nochmal das Fenster auf, damit hier frische Luft reinkommt. Und dann geht's weiter. In Sachen Sportkleidung werde ich auf jeden Fall eins dieser beiden Sets anziehen von Oceans Apart. Ich habe einmal das Sunny Set Deluxe, das ist dreiteilig. Sport, Bra, Leggings habe ich und dann noch so ein T-Shirt. Und das ist das Zita Set Deluxe. Hier habe ich auch ein Sportbra, eine Leggings und dann auch noch so ein, ja, so ein Sweatshirt, würde ich fast schon sagen. Ich finde auf jeden Fall beide richtig, richtig schön. Vielleicht zeige ich euch die dann auch gleich nochmal direkt angezogen, damit ihr das seht. Und super bequem vor allem auch. Ich glaube, ich ziehe aber das Pinke an. Das motiviert so ein bisschen mehr, finde ich. Und dann kann ich gut ins Workout starten. So, hier nochmal ein kleiner Try-on des Zita Sets. Ich habe euch die beiden Sets auch schon ausgiebiger in meinem anderen Video gezeigt. Das kann ich euch auf jeden Fall nochmal verlinken. Aber damit ihr es nochmal seht, habe ich sie nochmal angezogen. Also das ist diese schwarze Sportleggings, die ich super schön finde. Hier steht nochmal Oceans Apart, hier ist das Logo. Und ja, die gefällt mir super gut. Und das ist der zugehörige Bra. Genau. Auch richtig schön, es ist halt super bequem. Da kann ich echt nichts gegen sagen. Ich finde es einfach super cool, dass man dann so ein passendes Outfit hat. Dazu gehört dann eben auch noch dieses Langarm-Shirt. So, hier nochmal mit dem Oberteil. Ich habe auch echt lange nicht mehr so ein weiches Oberteil angehabt. Wirklich, das ist so schön. Das müsst ihr echt fühlen. Ich habe natürlich gleich auch noch einen Code für euch, den ich einblende. Ich zeige euch jetzt nochmal das Sunny Set Deluxe, was ich dann auch gleich weitertragen werde. Das ist das Sunny Set Deluxe, weil es eben auch dreiteilig ist. Ganz oben habe ich jetzt hier das langärmelige T-Shirt an. Darunter ist der Bra. Und dann gibt es natürlich auch noch die Hose. Hier steht ganz
groß Oceans Apart. Und ja, der Oceans Apart Code, den blende ich euch hier mal eben ein. Der nennt sich 2KT2 und mit dem bekommt ihr ganze 35% auf eure gesamte Bestellung. Also sehr cool. Und ich würde sagen, ich hole jetzt mal meine Yogamatte raus. Die ist hier in dem Schrank hinter mir. Und dann starten wir ein kleines Homeworkout. So, ich sitze bereit auf meiner Yogamatte und was mir gerade eingefallen ist, ich habe euch noch gar kein frohes neues Jahr gewünscht. Also an dieser Stelle frohes neues Jahr euch allen. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr Vorsätze für dieses Jahr habt. Ich habe mir auf jeden Fall so ein bisschen überlegt, mehr auf mein Gefühl zu hören und zu schauen, was mir gut tut und wonach ich mich fühle. Ich glaube, das ist nämlich letztes Jahr echt ein bisschen zu kurz gekommen und ja, ich versuche jetzt einfach bewusster zu überlegen, tut mir das eigentlich gerade gut, was ich hier mache oder vielleicht doch nicht und zu schauen, was mir dann gut tun könnte. Und ja, deswegen das mit dem Workout, finde ich, passt auf jeden Fall auch gut dazu. Und wenn es mal so ist, dass ich keine Lust auf Sport habe oder mich einfach nicht danach fühle, dann ist es natürlich auch vollkommen in Ordnung. Aber ich hatte beispielsweise letztes Jahr im Sommer echt viele Homeworkouts gemacht und hatte auch total Spaß daran. Deswegen habe ich gedacht, ich schaue einfach mal, ob mich die Motivation wieder packt. Wäre auf jeden Fall sehr cool. Ich würde sagen, wir legen jetzt mal los mit meinem Workout. So, mit dem Workout bin ich fertig. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr frisch. Es hat gut getan. Ich war jetzt gerade noch mal eben schnell mich abduschen und habe mir auch schon normale Kleidung angezogen. Ja, in einer halben Stunde muss ich ungefähr los. Ich werde mich jetzt mal eben im Schnelldurchlauf schminken. So, ich habe mich fertig gemacht, habe jetzt auf jeden Fall auch noch ein bisschen Zeit, bevor ich dann gleich los muss und dachte mir, ich setze mich noch mal kurz hin und quatsche ein bisschen. Einfach drauf los. Ich mache das aktuell echt gerne. Also ich muss sagen, dass mir das Workout eben wirklich gut getan hat. Also ich fühle mich frisch und finde das eben auch mega cool. Ich hoffe, dass ich das jetzt in Zukunft öfter durchziehe und vielleicht auch täglich in meine Morgenroutine mit einbaue. Also wäre auf jeden Fall nicht schlecht, weil das, glaube ich, ein ganz guter Ausgleich zu dem Uni-Kram, den ich ja tagtäglich aktuell machen muss. Ich schreibe im Moment meine Bachelorarbeit und sitze eben dementsprechend auch viel am Laptop. Und ich glaube, das ist dann ganz cool, wenn man so motiviert in den Tag startet. Ich wollte euch passend dazu auch noch auf das Feel Good Movement von Oceans Apart aufmerksam machen. Ich finde das nämlich richtig cool. Dabei geht es nämlich in erster Linie darum, herauszufinden, was einem gut tut, was einem jetzt insbesondere in Bezug auf diesen Januar gut tut. Und das war ja auch ein Vorsatz von mir für dieses Jahr, dass ich mehr so auf mein Gefühl höre und schaue, ja, wie ich mich einfach wohlfühle und herausfinde, was gut für meinen Körper ist. Ob das jetzt Sport ist, eine gesündere Ernährung oder halt da so eine Umstellung oder indem man neue Hobbys ausprobiert, das kann man ja in jegliche Richtung verstehen und das ist auch vollkommen individuell, wie man das eben umsetzt. Und ja, ich lege euch das auf jeden Fall ans Herz, auch einfach mal drüber nachzudenken, was euch gut tut. Und ja, es geht eben nicht nur darum, dass wir schauen, was uns gut tut und füreinander da sind, sondern eben auch, dass wir dadurch ja so ein bisschen der Umwelt helfen können und schauen können, wie wir die Umwelt verbessern können. Diesbezüglich gibt es auf jeden Fall auch eine App, die das Ganze so ein bisschen verbindet, was ich mega cool finde. Die zeige ich euch jetzt auf jeden Fall auch nochmal. Und zwar nennt sich die App Active Giving. Die könnt ihr euch kostenlos im App Store oder Play Store herunterladen. Dort erstellt ihr euch dann einfach ein Profil. Also das ist auch gar nicht kompliziert. Man muss einfach nur seinen Namen eingeben und seine E-Mail-Adresse. Und das Wichtige ist jetzt, man kann dann auf Menü klicken, auf Team und eben ja, den Teamcode von Oceans Apart eingeben, denn es geht eben darum, gemeinsam ja, Bäume zu pflanzen. Und ja, dann geht es eben darum, dass man, wenn man irgendwie weiß, es steht ein Workout an oder man geht lange spazieren oder joggen oder so, dann kann man ja, quasi im Hintergrund die App anmachen und dann seine Kilometeranzahl und auch Kalorien tracken. Genau, ich kann euch das hier jetzt beispielsweise mal eben mit einer Bildschirmaufnahme zeigen. Also, ich gehe jetzt hier mal auf die App. Genau, man kann hier auf jeden Fall, wenn man dann hier draufklickt beispielsweise,
eintragen, wie viele Kilometer man gelaufen ist, wie lange man dafür gebraucht hat. Und dann würde man jetzt hier unten auf Aktivität abschließen drücken und zusätzlich dann eben zu der Baumpflanzung beitragen. Also ich würde jetzt mit 3 Kilometern 0,6 Bäume pflanzen. Und wie gesagt, ab 5 Kilometern pflanzt man einen Baum, wenn ich das jetzt richtig herausgefunden habe. Und ich kann euch das jetzt hier nochmal eben zeigen. Man kann auch per GPS-Tracking quasi, während man dann irgendwie joggen ist oder so, sein Handy halt im Hintergrund mit tracken lassen. Und da muss man das nicht manuell eingeben. Ich hatte das jetzt aber gemacht, weil ich mein Handy oft dann auch nicht mitnehme, wenn ich irgendwie spazieren gehe oder laufen gehe. Und ich zeige euch jetzt nochmal, wie das mit dem Team funktioniert. Also ihr geht hier ganz rechts auf Menü, dann auf Teams. Und bei mir steht jetzt eben hier Oceans Apart Team. Also ich habe dann einfach Team OA gesucht und bin beigetreten. Und so können wir jetzt dann eben gemeinsam Bäume pflanzen, was ich richtig cool finde. Einfach nur dadurch, dass wir uns bewegen. Also eine sehr coole Sache, finde ich. Und ja, insgesamt sieht man hier auch, sind 1607,6 Bäume gepflanzt. Und das Ziel ist es jetzt quasi, 5000 Bäume zu pflanzen, weil ich ja auch gerade erst mit der App gestartet habe, können wir das auch total gut gemeinsam angehen, als Team sozusagen. Und ja, ich würde sagen, ich mache mich jetzt mal fertig, ziehe mir meine Jacke und meine Schuhe an und werde mich dann auf den Weg machen. Ich habe richtig Lust, jetzt frühstücken zu gehen. Ich bin auf jeden Fall jetzt soweit ready, bin dick eingepackt und werde mich jetzt auf den Weg machen. Ich habe so Hunger, ich habe ja bisher noch nichts gefrühstückt. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Der kleine Einblick in meinen Morgen. Die beiden Codes bezüglich Oceans Apart stehen auf jeden Fall nochmal in der Infobox. Einmal für die Sets und für die App natürlich auch. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!